Es ist 17 Uhr und wir stehen unmittelbar vor dem Beginn des großen Andreas Gabalier-Konzerts hier im Rahmen des Kitzbüheler Musikfestivals 2017. Wir kommen gerade direkt von der Pressekonferenz. Andreas Gabalier ist guten Mutes und jeder ist auch der Meinung, dass das Wetter noch besser werden wird. Wie auch immer sich aber das Wetter entwickelt, Andreas Gabalier wird das Kitzbüheler Tennisstadion mit Sicherheit zum Brodeln bringen. Und hinter mir, da stehen bereits die ersten Fans und warten auf den Einlass. Was erwartest du dir heute vom Konzert? Eine wahnsinnige Show und hoffentlich ohne Regen. Tolle Stimmung, tolle Musik, wir mögen die Musik alle. Also ich gehe heute zum ersten Mal auf das Konzert von Andreas und ich freue mich voll. Und wer ist das so? Ist er ein cooler Typ oder kannst du das beschreiben so ein bisschen? Ja, eine coole Socke, würde ich sagen. Was erwartet uns, worauf dürfen wir uns freuen? Wir haben ein bisschen ein neues Programm natürlich zusammengestellt. Es geht, glaube ich, den Fans um die Musik, um die Stimmung, um den schönen Abend, um das Wochenende ein bisschen weg von zu Hause. Da Kitzbühel erleben auch ein verlängertes Wochenende lang. Und das ist, was es ist, Volksrock'n'Roll, und ich glaube, das bleibt es auch. Diese Heimeligkeit, die da in all diesen Hütten, in all diesen Hotels und in diesen Pensionen, in diesen Wirtshäusern versprüht wird, das macht man nicht nur für die Touristen, einfach nur so. Das ist ehrlich, das ist Tirol, das kann ich euch sagen. Und sonst hätte ich in der Steirer zum fünften Mal da oben wieder auf der Bühne stehen und mir heute sogar das Ganze auf Nova am Insel. Und ein Glas an Wein, befolgst du mich hier weiß bei der Masse. Ein Lied von vierter Mahler und im Bergbauern Burg, Kastanien oder frischer Sturm. Kiss mit Sieg, sie ist der Horn, sie ist der Horn. Man hat nicht mehr das Gefühl, man fährt weg von zu Hause, wie es bei vielen anderen Konzerten in der weiten Ferne der Fall ist. Wir reisen oft schon am Mittwoch oder Donnerstag davor an, genießen. Ich war gestern und heute ein bisschen sporteln, am Horn oben, am Schwarze eine Runde gedreht. Und deswegen fühlt sich das einfach so vertraut an, dass man wirklich angekommen ist. Der Wunschtraum der Veranstalter, dass sich das Wetter bessern wird, dass es aufhören wird zu regnen, der hat sich leider nicht erfüllt. Sehr wohl aber die Prognose der Verantwortlichen, dass das Wetter eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Auch bei strömenden Regen bringt Andreas Gabalier die Fans zum Toben. Das Tennisstadion hinter mir, das ist ausverkauft. Und einmal mehr ist Kitzbühel damit das Epizentrum des Volksrock'n'Rolls. Mein super Erik, ich war begeistert. Was hat dir warum am besten gefallen? Mir hat alles gut gefallen, da gab es gar nichts Schlechtes. Was ist das Besondere an Andreas Gabalier? Was einfach die Stimmung, und ich glaube, dass er einfach so ist, wie er sich gibt, einfach am Boden blieb. Gibt es irgendwelche Lieblingslieder von ihm oder sonst was? Hula Baloo ist mein Lieblingslied von ihm. Kannst du das für uns kurz singen? Nein, nicht so gut. Odi, 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 Das war's dann auch schon wieder mit dem großen Open-Air-Konzert von Andreas Gabalier 2017. Wir haben uns bereits herausgeschlichen, bevor die große Masse hier herausströmt, um uns noch von euch zu verabschieden. Es war wieder ein wunderbarer Abend, das Stadion hat gebrodelt und alle Fans von Andreas Gabalier waren schlicht und einfach glücklich und zufrieden. Jetzt hier!
Gehen.